Gut, jetzt haben wir hier Erik Jaruzinski, Nine Quarterly vor der Kamera. Und ich würde gerne erstmal mit einer allgemeinen Frage anfangen. Du hast eben in deinem Vortrag hast du ein Bild gezeigt von deinem Profilbild Adorno und jemand hatte Nietzsche daneben geklebt. Mhm. Ist Nietzsche besser für Twitter geeignet als Adorno? Könnte sein eigentlich. Also, denn Nietzsche hat mehrere Aphorismen geschrieben, die viel kürzer sind. Also von Adorno kennt man 4, 5. Die sehr kurz sind, aber sonst hat er schon Seiten gefühlt natürlich, also mit seinen Texten. Und ich glaube, Nietzsche war auch etwas spielerischer im Vergleich. Also insofern vielleicht doch eher Nietzsche. Also auf einer sprachlichen Ebene. Und was mit der inhaltlichen Ebene? Könnte sein. Also denn vor allem ist es ja auch so bei Nietzsche immer der Fall, dass er mit Autorität gerne spielt und in Frage stellt. Und so ist es bei Twitter, glaube ich, also dass man eigentlich nie so richtig weiß, wie ernst man, sagen wir mal, einen halbphilosophischen Text nehmen sollte, wenn es getwittert wird. Ja? Also wenn man das im Buch liest, wird man das bestimmt anders lesen, glaube ich. Kommen wir mal auf den Titel von deinem Talk. Das war ja Scheitern, aber richtig. Ja. Löst doch mal das Paradox darin auf, weil wenn ich richtig scheitere, bin ich dann überhaupt gescheitert? Es hat natürlich mit Definitionen zu tun. Also ich würde auch sagen, da bin ich wieder bei Nietzsche. Das war der Rat von meinem ersten Psychoanalytiker, meinte, du musst einfach mal nach Hause gehen und Nietzsche lesen. Also so schwierig war an der Uni, also in dem Unileben, akademische Karriere zu machen. Und vor allem, das hatte mit Maßstäben zu tun. Ja? Und das, was eigentlich bei mir Erfolg gewesen wäre, also offiziell, habe ich eigentlich gar nicht so richtig als Erfolg verstanden. Also das ist eigentlich nicht die Arbeit, die ich selber machen wollte. Ja. Aber es ist natürlich schwieriger, seinen eigenen Maßstab irgendwie dann zu setzen, also wenn es um die Arbeit geht und wenn man irgendwie versucht, davon zu leben. Dann vielleicht zum Abschluss, was ist dein Lieblingssatz im Deutschen? Lieblingssatz im Deutschen. Lieblingssatz. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich sage mal so, das ist kein Satz, aber das ist eine kurze Antwort. Und das stammt ja auch von Adorno. War ein berühmtes Interview mit dem Spiegel, irgendwann in den 60ern. Und die erste Frage in diesem Interview hieß: Herr Professor Adorno, bis vor 2 Wochen schien die Welt noch in Ordnung. Ja? Und seine Antwort, zwei Worte einfach, mir nicht. Punkt. Ja? Und ich glaube, das war das erste Mal, dass Adorno mich zum Lachen gebracht hat. Ja? Und dass er wirklich was sehr präzise auf den Punkt gebracht hat mit Humor, und das entspricht ja auch also viel komplizierteren philosophischen Gedankengängen, und insofern kommt da auch sehr viel zusammen, und das müsste dann mein Lieblingssatz sein, mir nicht.